Hallo zusammen. Mir ist kürzlich mal die Idee gekommen, dass ich mich mal wieder künstlerisch betätige, so wie in den 70er Jahren. Da habe ich das gerne im Kunstunterricht gemacht. Das heißt, so Posterart, einfach ein Foto oder ein Bild in hell und dunkel zerlegen und mit zwei oder drei Farben ein Poster darstellen. Bestimmt kennt ihr das weltbekannte Poster von Che Guevara. Eigentlich bloß schwarz und weiß. Und genauso habe ich das vorgehabt, mal mit einem Foto von mir zu machen. Das habe ich rausgesucht, einfach auf Papier ausgedrückt. Und ich werde jetzt das Bild in Schwarz und Weiß zerlegen, ohne Grauabstufungen, und werde aus diesen zwei Farbtönen so ein Posterart Bildchen entwerfen. Wisst ihr, von was ich rede? Hier hinten ist das Bild von Che Guevara, das damals in den 70er Jahren sehr populär war als Poster. Im Prinzip schwarz und weiß, hier ist halt die Hintergrundfarbe rot gewählt. Und so möchte ich das Bildchen von mir auch zerlegen und so eine Art Logo entwerfen. Lasst euch mal überraschen. Wird so bestimmt 1,5-2 Stunden dauern, bis das fertig ist, aber ich denke, das kriege ich hin. Wie gefällt euch mein Comic? Nimmt langsam Gestalt an. Sowas habe ich in den 70er Jahren öfters gemacht. Im Kunstunterricht. Einfach ein Bild zerlegt und in Schwarz-Weiß dargestellt. So eine Posterart gewesen in den 70ern. Kommt mein Mont Blanc mal wieder zum Einsatz. Der Füller, der nie eintrocknet, egal wie lange das herumliegt. Mal schauen, was ich damit machen kann. Ich habe noch ein paar andere Motive, ein paar andere Perspektiven. Jetzt mache ich mal eins fertig. Wird doch langsam.
Stanwell vom Flohmarkt. Macht echt Spaß, ein bisschen kreativ sein wieder. Gefällt mir ganz gut, was ich da gemacht habe. Mal schauen, wie die endgültige Fassung ausschaut. Kann man sich ewig spielen. Ich habe auch noch eine zweite Perspektive. Seitenansicht. Mal gucken. So, das war jetzt schon 1,5 Stunden Arbeit vom gezeichneten Entwurf mit schwarzer Tinte und Edding zum fertigen Bildchen hier nochmal mit der anderen Schrift. Mal schauen, was ich damit mache. Vielleicht kann ich es mal in die Filmchen einbauen. Wie findet das? Schaut so ganz cool aus, oder? Wäre auch ein toller Linolschnitt oder sowas, um es vielleicht zu drucken. Ich habe da kürzlich sowas über Holzdrucke gesehen vom Alexander Breu, einem Künstler. Hat mir sehr gefallen. Wäre mal alternativ was zum Malen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.